So, herzlich willkommen zum neuen Video von Woma Adventure. Ja, diesmal geht die Reise Richtung Bayerischer Wald. Okay, dann lassen wir gleich los und viel Spaß. So, wir sind unterwegs zum Bayerischen Wald. Ein Ausflug für ein paar Tage, wieder mal ein paar hundert Kilometer, etwa 250 von Nürnberg. Und vorher hat gerade ein Auto mich überholt und hat gehupt und Pannenblinker und so weiter. Da denke ich immer, oh, ist irgendwas kaputt. Aber vermutlich war es einer, der mich gekannt hat, schätze ich mal, weil ich sehe jetzt nichts, was da nicht gut sein soll. Zumal ich schon über eine Stunde unterwegs bin. Ja gut, dann fahren wir. So, das ist die Sandra, jetzt stelle ich sie euch vor. Hallo. Meine neue Mitreiserin und wir fahren jetzt zusammen, mal testweise für 4 Tage. Und da unten sind die Hunde und 2 Hunde sind noch hinten. Wir haben momentan 4 Hunde dabei. Ja, was will man machen? Ja? Also dann, sie wird jetzt sicher dabei sein. Und ja. Also. So, ich bin jetzt im Bayerischen Wald angekommen. Das ist ja extrem weitläufig. Hoch und runter, wie im Appenzellerland. Wunderschön hier. Ja, und jetzt bin ich hier, schön privat stehe ich bei einem kleinen Fischerhäuschen, zeige euch das. Also hier ist mein Plätzchen, da war die Zufahrt ziemlich eng und hinten hat es noch einen Balkon, wo ich aufpassen musste. Hier darf ich jetzt stehen, da hinten ist ein kleiner Fischteich und wir machen jetzt eine Fahrradtour. Und dann brauche ich, glaube ich, wieder mal die Insta360-Kamera hier mit dem Rode-Mikrofon. Ihr seht es unten im Link. Die haben übrigens gerade eine Aktion, falls ihr da auch so ein Teil wollt. Ich werde euch das dann verlinken. Hä? So, da gibt es noch Trabis. Hä? Also, gleich daneben ist Tschechien. Ich glaube keine 10 Kilometer. Morgen. Wie weit ist Tschechien von hier? 5 Kilometer? 2 Kilometer. Nur 2 Kilometer, hä? 2 Kilometer. Da unten an der Bezirkung. Ah, okay. Aber sie kommen da unten eigentlich auch rüber und dann darf ich unten auf die 12 kommen. Aber genauer kann ich nicht sagen. Ich habe da 210 Kilometer. Ah, okay. Schön. Okay. Aber das ist circa also ein circa 2 Kilometer. Okay, super. Aber wir sind mit dem Fahrrad am schönen Weg haben oder was, das weiß ich nicht. Okay. Ja, ja. Ich werde es sehen. Okay. Ciao. Ciao. So, ihr habt's gehört, hä? Es ist auch deutlich kälter hier als da im Raum Nürnberg. Aber dafür schöner, um einiges schöner. Ich merke schon, ich habe die Natur vermisst. Ich war jetzt sicher 3 Wochen da, zwischen Einfamilienhäusern eingequetscht. Und jetzt bin ich da endlich wieder mal draußen im Grünen. Und da vorne ist der Bayerische Wald. Und den gucken wir jetzt an oder wir machen jetzt einfach eine Tour da durch. Also wir fahren mal zum Almberg, da kam gerade eine Tafel, schön gemütlich, ich bin glaube alleine hier, endlich mal wieder Ruhe, ach herrlich. Der Wald ist sogar ein Mischwald. Es hat also auch Laubbäume, was viel besser ist natürlich. Gerade für die heutigen Stürme.
Wunderschön eigentlich. Schöner Wald. Auch unten hat es Blaubeeren. Aber die sind natürlich jetzt noch nicht reif, leider. Sonst wären wir am Pflücken und die Hunde, die essen dann direkt ab. Das Schöne ist, ich kann die Kamera drehen, relativ einfach. Übrigens stehe ich in Philippsreuth, habe ich jetzt gerade rausgefunden. Philippsreuth. So, da kommt eine Lichtung, hä? Vermutlich hat es auch einen Skilift. Aha, ein Alpsee. Morgen, ein paar Offroader, hä? Schön. Schön hier übernachtet, hä? Ja, ist ein schöner Platz, aber die beiden sind ziemlich spät angekommen. Also eigentlich nur zum Schlafen und gleich weiterfahren. Okay, und wohin geht's? Richtung Tschechien. Tschechien rüber? Ja. Hat das lange Wochenende. Ja, ja. Muss die Zeit nützen. Auf jeden Fall. Aber weiß nicht, wann die Grenzen wieder dicht sind. Ja. Ich fahre ja dann im Sommer Richtung Iran. Ich habe auch einen Offroad, aber einen großen. Ein Mercedes Vario. Selbstgebaut und Kabine und so, ja. Also meine Wohnung. Ich wohne ja da drin immer. Okay. Ist schon nicht schlecht. Ja, ich bin halt so mehr unabhängig, oder? Ja. Ist ja nicht von mir aus der Schweiz, oder? Ja, ich bin von der Schweiz. Gar nicht. Eine der letzten. Eine der letzten. Ja, ja. Machst du gerade Urlaub? Mein ganzes Leben ist Urlaub. Ich arbeite seit 7 Jahren nicht mehr. Okay. Bin immer am Reisen. Geht? Ja. Irgendwas richtig gemacht, ja. Offenbar. Wobei, ich habe natürlich alles zurückgelassen und nur noch den Camper und das ist halt kostengünstiger, kaum mehr Rechnungen und kaum mehr Staat. Ja. Sowieso nicht greifbar, weil keine Passadresse ist. Genau, doch bei der Tochter noch, aber ja, muss ja ein Nummernschild haben, oder? Stimmt, ja, genau. Das ist blöd. Ja. Hier, wie heißt er? Der Roadrunner, der ist gerade in Armenien. Okay. Also der ist jetzt schon seit Ende Februar unterwegs. Mhm. Aber der hat jetzt noch über ein Jahr, was er fahren möchte. Mhm. Auch nicht schlecht. Der hat richtig Bock, der hat auch Job alles gekündigt, aber ich habe mal mit dem geschrieben. Der ist, ich glaube, Anfang 30, hat jetzt alles, Wohnung gekündigt, Job gekündigt, hat über 3 oder 4 Jahre gespart für die Reise jetzt. Und jetzt hat er sich ins Auto gesetzt und sagt, 1,5 Jahre, ich bin weg. Ja, das macht er richtig. Wenn man es immer aufschiebt, macht man es vielleicht nie. So sieht's aus. So, jetzt schauen wir uns mal die Fahrzeuge hier an. Ein Land Rover. Das ist natürlich ein Top-Fahrzeug. Nissan und das ist ein Pinscower. Ein neues englisches Modell, wie er sagte. Ja, da kommt man auch schön rein. He? So, ich bin wieder am Zurückfahren. Es war jetzt eine nette Begegnung. Eine halbe Stunde habe ich da gequatscht.
Und ja, das gibt es immer wieder. Und jetzt habe ich das mal ein bisschen mitgeschnitten. Die wissen auch für Bescheid. Und die kommen auch teilweise zum Abenteuer Allrad. Tja, scheint so ein Hotspot zu sein. Und da werde ich sicher einige auch von euch treffen. Also grüßt mich, wenn ihr mich seht. Hä? Das ist doch schön. Hä? Wir sind ja eine Gemeinschaft irgendwie. Hä? Also mit der Kamera bin ich wirklich sehr zufrieden bis jetzt, was ich so testen konnte. Sie spart auch Strom, geht in den Standby. Dann kann ich den Start wieder drücken, direkt an der Kamera, fährt sie schnell hoch und dann macht es Piep und dann nimmt sie auf. Also funktioniert. So, wir sind wieder zurück und gleich links von mir, da drüben, ist Tschechien, hä? Auch viel Waldgebiet. So, wir fahren durch den wunderschönen Wald hier. Da hat so viel Wasser. Und da unten ist die Hauptstraße. Perfekt. Weil die habe ich nämlich gesucht. So. Warte. Heute fahren wir nach Tschechien mit dem Rad. Ich bin jetzt schon auf der Bergseite. Ganz oben ist Tschechien, rechts oben. Und da gucken wir uns die Grenzsteine an, von 1850 etwa. So, ich hoffe, der Ton ist gut, weil es hat Wind, wenn ich so schnell fahre. Aber das gibt sicher tolle Aufnahmen. So. Noch auf der Grenze, jetzt habe ich meinen Windschutz verloren am Rode Mikrofon. Dieses kleine schwarze Pelzlein. Also, aber jetzt hat es ja gerade keinen Wind zum Glück. Da ist ein Grenzstein. Thank you.
Also da war kein Durchkommen. Ich bin jetzt runter wieder auf deutscher Seite, wieder auf die Straße. Da ist alles für mit Grenzsteinen so ein Wall. Keine Chance. Also wir machen noch einen letzten Versuch. Wir fahren jetzt bis zur Grenze auf dieser schönen Piste. Leider ist das Mikrofon ausgefallen, deswegen muss ich das nehmen. Und ich versuche es laufen zu lassen, wenn es nicht so windet. So, ich habe es geschafft. Da ist sogar ein Wanderweg über die Grenze. Wunderbar. Und das Schöne ist, Tiere haben keine Grenzen. Die müssen keine Kontrollen durchziehen. Ja, so sieht das aus. Früher war das vermutlich schön bewacht. Hä? Einen Meter weiter runter sollte es ein historischer Grenzstein gehen. Und den schauen wir jetzt an. Wir müssen da entlang der Grenze fahren. Ich hoffe, dass wir da hinkommen. So, wir müssen zu Fuß weiter. Weil da komme ich nicht durch. 200 Meter, das schaffen wir. Und es ist richtig feuchte Gegend, immer wieder Moos. Also hier gibt es Blaubeeren en masse. Und genau hier ist die Grenze. Also schon interessant, mitten durch den Wald. Und so sieht es hier immer wieder aus. Überall Wasserbäche, Moos, da sackt es zum Teil ein. Ich habe schon einen leicht nassen Fuß. Also herrlich, hey. Wie im Märchenwald. Also ich laufe jetzt auf Tschechien. He? Da vorne sollte der Grenzstein sein. Am Eisenhaufen. So, da sollte es sein. Jetzt bin ich wieder ins Nasse gestanden. Du stehst hier drauf, hier auf das Moos und dann sagst ein, unterhalb ist Wasser. So, also hier sollte es sein. Betreten auf eigene Gefahr. Aha, da gibt es sogar noch einen alten Übergang. Und jetzt schaut euch das an, ey. Oh. Die Natur nicht schön. Mitten im Wald, so ein schöner Bach. Das Wasser kann man sicher trinken. Ist das herrlich. Ja, kein Wunder, betreten auf eigene Gefahr. Das Ding ist morsch, du. Also da geht man doch lieber hier durch. Da geht es doch ganz einfach. Schon bin ich drüben. Also, wegen dem Stein sind wir, glaube ich, gekommen. Irgendeiner von denen zwei muss historisch sein. Tja, das ist also eine Traumgegend, muss ich sagen. Da hinten ist noch eine Hütte. Ich bin auf deutscher Seite. Ja, hier hat es noch richtig weite Waldfelder und einfach Natur, wo du alleine bist. Für die Pilzsammler hier das Paradies, schätze ich, weil der Boden ist schön feucht, moosig. Da wachsen die Pilze extrem gut. So, die Hütte ist offen. Eila ist schon rein. Die ist sowas von neugierig. Es ist eigentlich nur ein Arbeitsschuppen für die Holzfäller, aber schon lange keine mehr drin gewesen. Das ist ein Kunstwerk. He? Der Boden ist so moosig, hey. Da ist alles nass, obwohl es Hang hat. Ich habe nasse Füße. Das ist unglaublich, das kenne ich gar nicht. So ein feuchter Wald.
Ja, die Spuren der Menschheit. Hä? Hier haben sie das Wasser mal umgeleitet. Ich bin wieder am Zurücklaufen. Aber es ist ein Traum hier. Oh, schon wieder so moosig. So, wir sind wieder draußen. Da drüben steht mein Bike. Durch den Wald unmöglich mit dem Bike. Und wir fahren jetzt da wieder zurück, da auf dieser Traktorpiste. Ja, dann sage ich gerade was. Der Wald ist wirklich ein Feuchtigkeitsspeicher. Wir könnten die Umweltprobleme locker lösen, indem wir einfach mehr Wald anpflanzen, mehr Bäume. Die nehmen nämlich das CO2 und auch die Feuchtigkeit. Die ganze Wetterlage wird sich dann anders regulieren. Das sieht man überall da, wo man den Urwald abholzt. Das ist immer eine Katastrophe. So, wir fahren wieder zurück. Der Akku ist sowieso leer vom Filmkamera. Und ja, und tschüss. So, das war es schon wieder von mir. Ja, immerhin habt ihr wieder ein Lebenszeichen gehört, was ich so mache. Es kommt dann noch ein Video, weil es geht da noch weiter, Fortsetzung. Und ja, mit dem Ton, ja, bin da noch ein bisschen am Düfteln. Der hat anfangs zum Teil zu spät eingeschaltet. Vielleicht, weil der Akku fast leer war, keine Ahnung. Ja, also, ich bin da noch am Üben, aber es kann nur noch besser werden. Aber danke fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns bald wieder. Bis später, wie immer Daumen hoch und tschüss.